Das ist der nervigste Schrein in Zelda Breath of the Wild. Im Spiel gibt es ganze 120 Schreine, mit dem DLC sind es sogar 136. Nicht alle davon sind einzigartig, manche dienen nur als Belohnung nach einer schweren Quest, den Schrein überhaupt freizuschalten, und 20 weitere sind Kraftproben gegen Nanowächter. Aber sie alle stehen im Schatten des Miruzuhi-Schreins beim Stall des Waldes, welcher den edlen Namen Mäßigung trägt. Die einzige Aufgabe hierbei ist es, mit Hilfe des Stasis-Moduls Golf zu spielen und die Kugel einzulochen. Und ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber jeder Spieler hat hier beim ersten Mal eine halbe Ewigkeit rumprobiert und entweder viel zu viel oder viel zu wenig Power gegeben. Eine Schweigesekunde für all die verlorenen Waffen. Die Lösung ist es, fünfmal mit einem Zweihänder dagegen zu schlagen. Für eine Bonustruhe gibt es dann noch eine schwerere Variante, falls man dafür noch die Nerven haben sollte. Hier sind 5 Schläge mit dem Eisenhammer zu wenig und 6 Schläge zu viel. Der Trick ist es, nach 5 Schlägen auf eine Einhänderwaffe zu wechseln oder die Kugel vor dem Abstoß umzupositionieren. Danach muss man ihn hoffentlich nie wieder betreten, denn